Hallo und willkommen beim nächsten Teil zum Neubau meiner neuen Anlage. Habt ihr denn schon einen Teil vorbereitet, wo in Zukunft die Drehscheibe mit Lokschuppen ihren Platz finden soll? So, ich habe hier im Vorfeld schon den Kreis für die Drehscheibe angezeichnet und schon mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. So, da habe ich das Loch denn, wo ich jetzt die Drehscheibe zu ihrem Platz einsetzen kann. So. Ja, hier ist schon mal der Lokschuppen angezeichnet. Hier. Und hier sind schon die Löcher für die einzelnen Kabel von den Gleisen für die Drehscheibe. Nimm jetzt die Platte und stell die mal so da drauf, wie sie in Zukunft ihren Platz finden soll. So ungefähr sieht das in Zukunft aus. So, jetzt zeige ich noch kurz, dass ich zur Verstärkung der Drehscheibe habe ich noch zusätzlich da Holzleisten drunter geklebt habe.